Willkommen zurück, meine verehrten Turbodulanten. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! 5D Stardust Accelerators. Und im letzten Part wurden wir gefangen genommen dafür, dass wir illegal in die Stadt eingewandert sind. Und er hat uns gesagt, der Nola, dass wir eventuell in den Pausenraum gehen sollten, um mit Bol Tanner, dem Chef der ganzen Angelegenheit, hier zu sprechen. Leider haben wir unser Deck und D-Runner verloren. Das heißt, wir sind jetzt einfach nur ein wehrloser Duellant, der nicht mal duellieren kann. Und uns bleibt erstmal nichts anderes übrig, als zum Pausenraum zu gehen. Du hörst die Schreie eines Mannes aus dem Pausenraum. Verrückte Idee, mich herauszufordern. Dann noch auf so eine Weise. Glaubst du, ich wäre dumm? Wer ist das? Was? Ein Neuling? Ich bin Bol Tanner. Ich sorge für den reibungslosen Ablauf hier. Weißt du, was wir als Willkommensritual mit den Neulingen machen? Wir duellieren uns mit ihnen. Der Verlierer muss den Anleitungen des Gewinners Folge leisten. Es ist eine gute Art, um hier die Hierarchie zu entscheiden. Du wirst mich duellieren. Was? Die wurden dir abgenommen, als du reinkamst? Idiot, du kannst sie doch verstecken. Egal, wo du bist, solange du ein Duell beschreiten kannst, kommst du schon über die Runden. Wenn du gar keine Karten hast, dann hier. Das ist mein Deck. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber bitte verwende es. Ich leihe mir das Deck. Wird es mir helfen? Na, vermutlich nicht. Wir können uns ja mal... Ich weiß nicht, nein, wir können uns nicht ansehen, was wir spielen. Aber der Joke hier an diesem Part ist, also an diesem Arc in 5Ds, man hat keine Karten und man muss halt wirklich mit dem größten Schrott, der sich halt in den Duellanten ihren Zimmern und so befindet, halt, ja, man muss sich halt damit zurechtfinden. Das Deck war schlecht. Es hatte keine Wirkung auf mich. Willst du es wirklich benutzen? Gut, ich akzeptiere. Es wird spannend zu sehen, wie lange du durchhältst. Es war halt so ein Promenadenmischung-Deck, was... Nee, wait. Ah nee, das war das sich selbst verletzen Deck im Anime, wo man dann den Effekt Vice Versa gemacht hat, um ihn zu besiegen. Und dann in dem darauffolgenden Duell war es dieses Promenadenmischung-Deck. Okay. Komm schon, das wird interessant. Wird es das, Bol Tanner? Wird es das? Ich hoffe doch. Trampelbullen gegen antike Schätze. Trampelbullen, er hat Karten im Anime verwendet, die es so noch nicht gibt. Wow. Das sind bessere Karten, als ich erwartet hätte. Das sind sehr viel bessere Karten, als ich erwartet hätte. Also, die spielen wir auf jeden Fall erstmal alle verdeckt. Kampfversessenheit war... Aktiviere diese Karte nur während der Standby-Phase deines Gegners erlaufende Monster, die den Gegner kontrolliert, werden in die Angriffsposition geändert und können diesen Spielzug in die Kampfposition nicht ändern. Alle Monster, die den Gegner kontrolliert, müssen in diesem Spielzug angreifen, falls möglich. Okay. Actually nicht schlecht. Können wir mitarbeiten. Unsere Fallen sind brauchbar. Pyramidenschildkröte. Okay. Die wirst du jetzt crashen. Ich könnte Dimensionsgefängnis nutzen und dafür sorgen, dass die Pyramidenschildkröte verschwindet. Aber ehrlich gesagt, er wird wahrscheinlich sowas wie Ryokoki oder so holen. Und das werde ich stattdessen dann einfach entfernen. Seine Schlüsselkarte müsste Tragödia sein. Ja, ich wusste es. Und perfekt. Dimensionsgefängnis, weg mit Ryokoki. Zwei verdeckte Karten, das sieht nicht gut aus. Aber wir haben erstmal einen kleinen Vorteil auf dem Feld. Maske der Finsternis. Oh, was? Du hast mit dem Deck verloren? Ich meine, ja, du hast hier keinen speziellen Typ oder kein Thema oder so, was du spielst, aber du hast halt ultra solide Stable-Karten. Dimensionsgefängnis, Monsterwiedergeburt. Was ist los mit dir? Maske der Finsternis? Und du hast damit gegen Bolt verloren? Wow. Okay. Der Riesenorg. Mein... Mach nur, I guess.
Du wirst dann in Verteidigung gesetzt und dann ist dein Monster halt basically wertlos. Genau. Und... Oh, er setzt noch eine Karte. Das könnte gefährlich werden. Ekibio Dragmor. Nein! Du Elendiger! Unser Flip-Effekt wird halt dadurch nicht aktiviert, oder? Doch, wird er. Gut, nevermind, dann war es mir ziemlich egal. Ekibio Dragmord, brauche ich jetzt nicht unbedingt, bin ich ehrlich. Keine allzu praktische Karte. Wir holen uns unsere Riesenschlange wieder. Und setzen das Dimensionsgefängnis offensichtlicherweise. Und greifen damit den Riesenork an. Goodbye. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Vorteil, weil wir jederzeit einen Angriff vom Bolt abwehren können. Und falls er irgendwas plant, oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, falls er irgendwas plant, wie, keine Ahnung, Seelennehmer oder so, hätten wir den interdimensionalen Materientransport machen können. Nein. Das ist nicht schlimm. Jetzt machst du wahrscheinlich dasselbe nochmal, oder? Nee, du opferst direkt. Ah. Hm. Ich will ehrlich gesagt unsere Schlange behalten. Dann nehme ich lieber 2400 direkt hin und behalte unsere Schlange. Und im nächsten Zug rüsten wir Ryokoki mit Ekibio Dragmord aus. Ekibio Dragmord sorgt nämlich dafür, dass das ausgerüstete Monster nicht angreifen kann und in der zweiten Standby-Phase oder End-Phase, lass mich kurz schauen, in der zweiten End-Phase zerstört wird. Okay. Siebenfarbiger Fisch. Ich find's lustig. Okay, gut. Gut, dass wir das rausgebaitet haben. No problem. Ich find's lustig, dass er die 1800er Seeschlangen aus der Zeit in sein Deck hat. Es waren sehr solide Beatsticks. Ah ne, du warst Aqua und du warst Fisch. Warum auch immer die beiden getrennte Typen haben. Und ich bin sowieso kein Fan davon, dass es so viele unterschiedliche Wassertypen gab zu der Zeit. Also wir haben Seeschlange, wir haben Fisch, wir haben Aqua. Ja. Hätte man eigentlich zusammenfassen können, to be fair. Aber ähnliches gilt auch für andere Typen. Würde ich am liebsten auf die Seeschlange machen, weil er ja weiterhin Ryokoki verwendet, ohne Ende. Aber einfach nur wegen Style-Bonus. Spielen wir Dunkles Magiermädchen und rüsten sie mit Gemeinsam sind wir stark aus. So. Und wir greifen nicht an. Weil, erstens bekommen wir Ekibio Dragmor zurück, wenn wir ein Monster damit zerstören mit dem Effekt der Karte. Und zweitens, wenn Ryokoki gegen einen Krieger oder gegen ein Hexermonster kämpft, wird das am Ende des Damage Steps zerstört. Und das bringt uns natürlich absolut gar nichts, wenn wir unser dunkles Magiermädchen gegen ihn verlieren. Ja, wie gesagt, wir kriegen es zurück. Sehr praktisch für uns. Damit können wir einen schönen Loop erzeugen. Injektionsweh, Lilly! Ernsthaft, wie hast du mit dem Deck verloren? Was ist los mit dir? Du musst doch getrollt haben. Injektionsweh, Lilly könnten wir theoretisch für den nächsten Ryokoki-Fall jetzt ein Spiel nutzen. Nein, tut er nicht. Ja, dann bleibt das dabei. Ich habe noch genug, um zwei Angriffe abzuwehren, theoretisch. Ich hätte Kampf-Assassin-Night aktivieren können, aber ich will halt Ryokoki nicht riskieren. Doch, er macht's wirklich. Er macht's wirklich. Na gut. Zweimal Injektionsfehl Lilly, I guess. Er nimmt halt auch massiv viel Schaden dadurch. Lass mich raten, du holst jetzt noch einen Ryokoki? Nein, Mizuki. Okay. Okay, gut. Dann Mizuki. Und Forstplünderer, ja. Ja, der Typ ist ein Troll. Der Typ ist ein Troll. Du kannst mir nicht weismachen, dass du mit so vielen sehr guten Stable-Karten tatsächlich gegen Bolt Tanner hier verloren hast.
absoluter Troll. Na gut. Dann beenden wir das Duell, indem wir Injektionsfee Lilly ihren Effekt nutzen. Und auf genau 3400 kommen. Perfekt. Brrrrum. Ich habe mich nicht verausgabt, aber das nächste Mal. Was? Okay. Okay. Maximal abgewehrter Schadensbonus. Nice. Neuer Bonus für uns. Das ist das erste Mal, dass ich von jemandem hier drin besiegt wurde. Wie heißt du? Phantasm. Mein letztes gutes Duell liegt schon lange zurück. Ich meine, wirklich. Wirst du gegen das Dick gewonnen? Was soll das alles? Ja? Oh, Yusei. Yusei wurde gefangen genommen. Warum auch immer ist er später da als wir. Was halt gar keinen Sinn ergibt. Na gut. Ah, wir speichern hier mal kurz. Und ich würde mich mal kurz umschauen, weil wir haben mit keinen der NPCs hier geredet hier. Und vielleicht hat hier jemand was Cooles. All you've gotta do is bow and scrape for the gods. Yes, sir. Understood, sir. Ich weiß nicht, warum du auf Englisch sprichst, aber du sprichst halt einfach auf Englisch. Mal schauen, vielleicht können wir hier irgendeine Kleinigkeit finden. Barclay, du siehst genauso aus wie der Typ, den wir bei uns in der Zelle haben. Aber warum ist jeder nur so aggressiv? Mann. Ja, das sage ich mich auch. Ey, nee, doch. Du bist es doch nicht. Wieso seid ihr alle Klonkrieger? Die anderen in Satellite hatten wenigstens noch andere Farben. Du, willst du etwas? Ja. Ja, ich werde diese Teile kaputt machen. Was zur Hölle? Ich gebe einfach auf. What the actual heck ist los hier? Ah, das ist unsere Zelle, da wollen wir nicht rein. Hier. Ja, jetzt findest du dich zwar einen Ort wie diesen, aber ich bin schnell wieder weg. Okay. Ich sehe den Todesengel hinter dir. Haha, ne Spaß. Ich glaube, wenn man später zurückkommt, kann man auch gegen alle Leute hier drin duellieren. Hey yo, you say. Das ist Phantasm, nicht wahr? Du bist also durch die Pipeline gekommen? Was ist mit deinem D-Runner passiert, Phantasm? Ja, genau wie ich. Seht ihr, Yusei hat jetzt übrigens eine Markierung im Gesicht. Mir wurden alle Karten und auch mein D-Runner geklaut. Und vor allen Dingen geklaut. Konfisziert trifft's eher. Phantasm, der Chef sucht dich. Gleich. Gut, nevermind. Du bist in letzter Zeit in aller Munde, nur weil ich ein Duell gewonnen habe. Vor 10 Minuten. Nicht mal. Auch wenn du bald Trainer besiegt hast, Abschaum bleibt Abschaum. Versuch es doch und besiege mich im Duell. Egal was du hier tust, du bist Abschaum. Das wollte ich dir heute unbedingt sagen. Willst du gegen mich dein Duell? Na klar, los. Mein Wort ist hier Gesetz. Wenn du dich weigerst, ist das eine bedingungslose Niederlage. Wenn du gewinnst, dann werde ich die Strafe für die anderen halbieren. Fans aus der User Hidden Point. Lass euch beide gehen, wenn du gewinnst. Aber wenn du verlierst, musst du für den Rest deines Lebens meinen Befehl Folge leisten. Was meinst du? Klingt doch gut, oder? Was? Ach, du hast keine Karten. Hätte ich beinahe vergessen. Deine Karten und dein D-Runner sind im Sicherheitslager. Ich gebe dir etwas Zeit. Geh, hole dir die Karten, damit du dich wieder duellieren kannst. Wenn du kein Deck zustande bringst, verlierst du natürlich kein Wenn und kein Aber. Und du kannst dir von nichts in diesem Fall Bolt 10 leihen. Er ist jetzt in Einzelhaft. Seine Decks wurden ihm auch weggenommen. Bolt 10 freilassen? Warum nicht? Ich denke mal darüber nach. Okay. Gut. Du hast ein bisschen viel geschwafelt, Mate. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo es da überhaupt hingeht. Abgeschlossen. Sieht permanent verschlossen aus. Wow. okay. Dann hier hin, I guess. Und... vielen Dank für alles, was du für mich getan hast. Ehrlich, dieser Chef ist ganz schön fies. Aber wenn du Bolt besiegen kannst, nun... Dann hat der Chef mein Deck beschlagnahmt. Er hat mir meine ganzen Karten genommen. Tut mir leid, dass ich nutzlos bin, aber ich habe es immerhin allen im Zellblock erzählt. Such dir von allen ein paar Karten zusammen und dann zeigst du es diesem Chef für uns. Okay. Zuallererst will ich das hier. DP-Code 150. Na Mensch, das hat's gelohnt. Frage mich, wo dieser D-Runner und die Karten jetzt sind. Ich mache mir schon so ein wenig Sorgen. Zu dir von ein paar Karten, ja. Okay, gut.
Ich werde mal, die Wachmänner werden nichts für mich haben. Die Kerle sind alle Müll, das findest du auch, oder? Du bist auch echter Müll. Du fragst uns nach unserer Meinung, um uns im Anschluss direkt zu beleidigen. Ja, wundervoll. Willst du mit der Chef duellieren? Hier, ich leite das. Du wirst dich also mit dem Chef duellieren? Hier, ich leite das. Mach sie nicht schmutzig. Ja, genau. Das war das Konzept von der ganzen Situation hier. Dass man halt irgendwelche wirklich schäbigen Karten zusammensammelt. Und Yusei hatte halt eine extreme Deadline, unter der er das machen musste. An einem Ort wie diesem, das Leben ist wirklich sehr langweilig geworden. Und du hast nichts für mich zählen, Genosse. Alles klar. Werde ich mir merken. Aber wir sprechen erstmal mit den Englischen. Der Chef ist ziemlich verachtenswert, oder nicht? Vielleicht kannst du aus dieser Karte etwas Nutzen ziehen. Okay, scheinbar sprichst du kein Englisch mehr. Dann kein random Englisch mehr für uns, schade. Huch, du willst dich mit dem Chef duellieren? Okay, bitte benutze diese Karte. So, wir haben gleich alle. Benutze das hier. Mach den doofen Chef fertig. Bin wirklich gespannt, wie unser schäbiges Deck dann aussieht. Willst du mit dem Chef aufnehmen? Okay, dann nimm das. So, wir müssen jetzt unser Deck fertig haben. Wir haben, glaube ich, kein Deckmenü. Nee. Aber wir haben ein neues Booster-Pack. By the way, ich hatte auch zwei weitere Booster-Packs freigeschaltet. Durch den Grind, den ich gemacht habe. Das heißt, die könnten wir uns, wenn wir denn mal hier irgendwann rauskommen, tatsächlich auch ansehen. Klar, ich könnte jetzt auch in den Freimodus gehen und uns dort anschauen, aber... Du hast dir die Karten geliehen und dein Deck vervollständigt. Jetzt duelliere dich mit dem Chef. Aber das wäre ja langweilig, ne? So, wo ist er? Da ist er. Oh, du bist zurück. Und bereit. Nee, wait, falsche Stimme. Und bereit. Ich werde es genießen. Eigentlich bräuchte er auch eine kräftige Stimme, aber egal. Gib aber bloß nicht, wendest du jetzt plötzlich auf. Jo, Mate. Der hat die Eisenkettenkarten, die an sich nicht stark sind, aber unter den Umständen, unter denen wir spielen, könnte es richtig widerlich werden. Bund der Häftlinge. So, dann schauen wir mal, ob unser Deck gegen ihn ankommt. Auch wieder 1000 gute Stable-Karten, die wir hier auf der Hand haben. Stufenbeschränkungsgebiet B. Das wollen wir garantiert in kommender Zeit loswerden. Okay. Staubtornado werden wir auf jeden Fall nutzen, um das kaputt zu machen. Wenn der M-Face deine Spielsuche, kannst du den Gegner... Ah, okay. Ja, nee. Das mattert erstmal so gar nicht für uns. Und Sasuke Samurai können wir relativ gut nutzen gerade. Denn er hat den Effekt, dass wir ein verdecktes Monster, das wir angreifen, einfach zerstören können ohne Damage Step. Und tschüss. So, mit unseren beiden Karten sind wir relativ safe. Wir können eine Beschwörung von ihnen komplett vereiteln, indem wir einfach reißende Attribut spielen. Und wir können Staubtornado aktivieren, um das Stufenbeschränkungsgebiet jetzt am Ende in der Endphase zu zerstören. Yes, perfekt. So kommen wir nämlich nicht auf dumme Ideen, eventuell noch eine weitere Karte in diese Richtung zu spielen. Und wir haben jetzt freie Bahn. Und sogar eine Monster-Wiederbelebung. Von der können wir aber gerade nicht wirklich Gebrauch machen. Ich nutze stattdessen Brecher magischer Krieger. Und da gehen wir erstmal mit 1900 Damage Face. Falls er jetzt nochmal was spielen sollte, könnten wir es ganz einfach mit Brecher seinen Effekt zerstören. Falls er unseren Brecher danach zerstört, ist es auch nicht zu schlimm, weil wir uns halt verteidigen könnten mit dem Getriebegolem, wenn es sein muss. Stahlkäfig des Albtraums, okay. Nun gut, nun gut. Nicht zu schlimm. Elfenmeteoreinschlag. Keine allzu gute Karte, aber wir könnten sie nutzen. Na, wobei, ich baue erstmal mein Feld auf. Ich baue einfach mal mein Feld auf. Kein Stress, er kann ja selber erstmal zwei Züge nicht angreifen.
Der Stahlkäfig des Albtraums ist so eine schwache Variante von den verräterischen Schwertern, dass sie halt niemand spielt, außer in irgendwelchen Story-Yu-Gi-Oh-Games. Pinguinsoldat! Oh, was? Also, ich sehe eigentlich gar nicht, dass wir gerade verlieren können, to be fair. Ich baue uns einfach, wenn es sein muss, die Monster, die er hat, einen Pinguinsoldat. Ich zerstöre jede nervige Zauber- oder Fallenkarte, die er setzen sollte, mit Brecher. Eisenkettenschlange. Was hast du damit vor? Ach stimmt, du kannst mein Monster damit ausrüsten. Mein... Und jetzt? Nochmal. Nun gut. Bisher immer noch nicht sonderlich beeindruckend, mein Freund. Ey, yo. Ey, yo. Noch ein Staubtornado. So, dann würde ich sagen, Pinguinsoldat. Und wir bouncen deine beiden Monster. Ich weiß, ich hätte den Pinguinsoldat dafür mehr Bounce nutzen können. Aber ehrlich gesagt, nein. Ich möchte nach und nach eine Offensive starten. Ich möchte nicht so ewig defensiv bleiben. Und deshalb zerstören wir jetzt den Stahlkäfig. Und spielen noch den Goblin-Angriffstrupp. Okay, und dann greifen wir mit ein paar kleinen Lappalien und den Goblin-Angriffstrupp mit 2-3 direkt an. Okay, und wir nähern uns dem Ende des Duells. Chef, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin gespannt, was für Monster es waren, die er da liegen hatte. Abhängig davon könnte es nämlich jetzt sehr interessant werden, wie er reagiert. Eisenkettenspule, okay, die ist ziemlich egal. Mein. Ja, okay, I guess. Whatever. Dann gibt er halt ein paar Angriff- und Verteidigungspunkte. Er hat die richtige Entscheidung getroffen. Hätte er nämlich nicht den Goblin-Angriffstrupp zerstören, wobei, doch, er hätte noch vorher irgendwas anderes zerstören können, wie Brecher. Mach ich später kaputt. Mach ich später kaputt. Hat keine Priorität, das jetzt zu zerstören. Wobei, wir können das Duell beenden. Wir können das Duell beenden. Er hat die falsche Entscheidung getroffen. Er hat mir ja jetzt den Goblin-Angriffstrupp hinterlassen. Und den nutze ich doch jetzt, um sein Monster, sorry, um sein Monster zu zerstören. Und dann greifen wir direkt an und haben gewonnen. Möchte ich eine Karte setzen? Nein, brauche ich nicht. Wir spielen noch Wand der Illusion, einfach nur, weil wir es können. Und jetzt kommt unsere schwache Monster-Armada, Chef. Und du hast verloren. Und das ohne Schaden zu nehmen auf unserer Seite. So, da kommen wir auf 1350. Okay, ich komme leider nicht auf genau 0. Ist aber nicht schlimm. Machen wir trotzdem noch ein bisschen Schaden direkt. Und G. G. Brecher, du hast die Ehre, es zu beenden. Mensch, dafür, dass du dich so aufgeplustert hast, war das ja irgendwie ein ziemlich belangloses Duell. Aber du hast juicy DP gegeben. Oh, wir können so ausgeben im nächsten Part. Ich habe richtig Bock. Keine Chance, kein Spiel, das gilt nicht. Ich bin der Chef hier, ich kann nicht verlieren. Was ist mit dem Versprechen? Ich erinnere mich an keine Versprechen. Hey, ihr da, holt euch diesen frechen Abschaum. Du Elendiger. Chef, ein Duell ist ein Duell. Was? Wer war das? Das ist so eine wundervolle Weisheit wie von Rin Tosaka mit ein Körper ist ein Körper. Direktor Goodwin vom öffentlichen Sicherheitsbüro. Ich habe das ganze Duell von Anfang bis Ende gesehen. Du hast haushoch verloren, in der Tat. Hör auf, dich so unwürdig zu benehmen. Verdammt! Eine starke Schockwelle schießt durch deinen Kopf. Ein Teil deiner Erinnerung ist zurück. Wie Sausi, da haben wir eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Herrn Goodwin. Alles. Die Macht.
Die Gebrandmarkten. Die Welt ist... Was sind wir da auf der Spur? Okay. Wir haben das Duell in der Tat glorreich gewonnen. Und im nächsten Part sind wir dann auch schon fertig mit dem Gefängnisabschnitt. Mir hat er relativ viel Spaß gemacht, aber er war ziemlich kurz. Und ich hätte mir gewünscht, dass man daraus noch so ein bisschen mehr rauskitzelt. Einfach nur, weil die Möglichkeiten dafür ja relativ endlos sind. Aber anyway, das war der Part für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut.